Hallo zusammen. In diesem Video der Reihe E-Mail am MEG zeige ich, wie man den neuen E-Mail-Account bei macOS an einem Mac-Computerbetriebssystem in dem Standard-Mail-Client MacMail einrichtet. Ich habe den Mail-Client aufgerufen und das Schöne ist, da wir jetzt bei einem großen Anbieter Microsoft Exchange sind, haben wir in ganz vielen E-Mail-Programmen schon alles voreingestellt. Das heißt, ich klicke hier auf Exchange. Continue oder weiter. Mein Name. Ich bin jetzt mal der Michael Ende. Und die E-Mail-Adresse. michael.ende@michaelende-gymnasium.de. Denkt dran, Schüler haben hier noch zum Beispiel das Jahr 2020 als Abiturjahrgang. Kollegen haben immer Vorname, Punkt, Nachname. Anmelden. Ja. Bitte sign in, Microsoft. So, jetzt kommt ein Fenster und gleich werden wir sehen, dieses Fenster sollten wir kennen aus dem Webbrowser. Hier tippe ich jetzt mein Microsoft-Passwort ein. Okay. Permission requested. Apple Internet Accounts. Apple Inc. would like to access to. Möchte meine Mailboxen abrufen und mein Profil sehen. Ja, dem muss ich zustimmen, damit ich hier die E-Mails abrufen kann. Da klicke ich auf Accept. Siehe da, ich könnte jetzt sogar noch meine Kontakte mit dem Dienst synchronisieren, meine Kalender, Reminder und Notizen. Ich beschränke das jetzt mal auf Mail, aber Kontakte zu synchronisieren macht vielleicht auch Sinn. Fertig. Und siehe da, es kommt rein, es dauert eine Sekunde. Und die Mail, die wir eben auch schon im Webmail gesehen haben, sehe ich jetzt hier. Wenn ich jetzt eine neue E-Mail schreibe, dann schreibe ich sie und es kommt von meiner E-Mail-Adresse. Es ist eigentlich sehr einfach und wir gucken uns, wie das auf Windows ausschaut, wie das auf iOS ausschaut und wie es in Android aussieht. Gucken wir uns auch noch an. Also, wenn Fragen bestehen, gerne in den Kommentaren. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüss!